glaube, die Uhr sagte, es ist auch eine gute Uhrzeit dafür, dann fange ich doch einfach mal an. Also, ich wollte jetzt ein bisschen erzählen zu RC-Cars in XXXL oder auch allgemein Open Source in der Landwirtschaft. Ah, sorry. Vergessen umzustellen. Sollte passen. Also, die erste Frage ist jetzt überhaupt Open Source und Hightech in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat hier und da durchaus nochmal das Klischee, dass dort etwas robuster gearbeitet wird und noch nicht und viel Technik, die nicht so viel zu tun haben. Da gibt es ja noch die Sprüche, wie dann die Intelligenzquotienten des Agrarökonoms mit der Größe der produzierten Knollenfrüchten korreliert und ähnliche Sachen. Aber in der Realität muss man einfach sagen, dort gibt es mittlerweile schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, recht hohen Einsatz von Technik in den verschiedensten Bereichen. In der Landwirtschaft unterscheidet man im ganz Wesentlichen zwei Bereiche: Ackerbau und Viehzucht. Ich werde gleich im Weiteren primär über den Ackerbau reden. Das hat einfach den Grund, zum einen die Zeit ist begrenzt und zum anderen, ich habe mich in letzter Zeit deutlich mehr mit den Techniken rund um Ackerbau beschäftigt. Das heißt, ich kann dazu gerade qualifizierter was erzählen. Aber auch im Bereich von Viehzucht ist mittlerweile viel, viel Technik drin. Also, wer irgendwie so ein Quantify Yourself macht, das ist kein Problem. Jede Kuh kann das heutzutage toppen, wenn der Landwirt das möchte. Also sowas wie ein Schrittzähler, schon Standard für eine Kuh. Vielleicht noch ein Sensor im Magen, der mal prüft, wie die Verdauung ist. Und dann einmal täglich wiegen, besser zwei, dreimal täglich wiegen, um den Gewichtskontrollverlauf zu machen und ähnliche Sachen. Das hat natürlich auch große Vorteile für den Landwirt. Er kann zum Beispiel Krankheiten schneller erkennen. Wenn die Kuh anfängt, sich weniger zu bewegen, ist meistens irgendwas faul. Sollte man sich diese Kuh vielleicht mal genauer angucken. Und ähnliche Sachen oder auch im Geflügelbereich, wenn die durchschnittliche Zunahme zu langsam wird, ist da auch irgendwas faul. Und ich bin mir sicher, es gibt noch 400 andere Anwendungen, die ich gerade ignoriere. Aber ich werde halt prima was über Ackerbau gleich erzählen. Das heißt, Ackerbau ist halt das, wo man halt ganz vereinfacht sagt, man schmeißt irgendwelche Samen auf ein Feld, wartet ein halbes Jahr und holt sich danach die Ernte ein und hofft, dass das Ganze in der Zwischenzeit was geworden ist. Und ich weiß nicht, wer einen Garten oder Balkonkasten hat, wer diesen naiven Ansatz mal probiert hat, wird feststellen, dass da gewisse Probleme im Alltag auftreten, mit denen sich der Landwirt halt rumschlagen darf. Da wir auch natürlich in dieser Branche nicht ohne Buzzwords auskommen, gibt es davon natürlich eine ganz schöne Sammlung. Also wir haben sowohl Smart Farming als auch Digital Farming als auch E-Farming, Landwirtschaft 4.0, Bauernhof 4.0. 4.0 ist total in Mode. Mal gucken, vielleicht gibt es in ein paar Jahren dann vielleicht auch doch 5.0, jetzt wo 5G in Mode kommt. Precision Farming und teilschlagbezogene Landwirtschaft. Das sind so die wichtigsten, glaube ich, Begriffe, die man da so findet. Im Endeffekt sagen die aber alle das Gleiche. Und zwar, die Idee ist halt, jeden Quadratmeter individuell zu betrachten vom Land. Oder teilweise sagen Leute sogar jede Pflanze. Das funktioniert natürlich erst, nachdem sie gesät wurde. In der Realität ist natürlich so, wir kommen nicht so feingranular runter. Einfach durch die Techniken, die eingesetzt werden, kommt man natürlich nicht auf einen einzelnen Quadratmeter runter. In der Landwirtschaft sind die meisten Bearbeitungsgeräte ja, so ab 3 Meter bis 36 Meter Arbeitsbreite. Und wenn man da natürlich versucht, einzelne Quadratmeter zu betrachten, braucht man nicht versuchen. Aber wir versuchen, oder die Landwirte versuchen nicht mehr das ganze Feld sozusagen pauschal zu betrachten, sondern auch im Feld die einzelnen Teilflächen. Und zwar sowohl im Bereich der Bodenbearbeitung, weil im Bereich, wie man den Boden vorbereitet, das hat Konsequenzen, wie die Pflanzen wachsen. Und das hängt natürlich davon ab, wie der Boden ist, was optimal ist. Hat man einen sehr sandigen Boden, der Wasser nicht so gut halten kann, muss man den etwas anders bearbeiten, als wenn man zum Beispiel so einen tonigen Boden hat, der leicht zusammenklebt, aber das Wasser sehr gut hält. Dann hängt das natürlich auch davon ab, was zuvor gewachsen ist. Hat man zum Beispiel viel Stroh, das man irgendwie mit bearbeitet hat, oder ist der Boden relativ kahl? Wurde er bei der Ernte stark verdichtet durch Maschinen, muss dementsprechend stärker aufgelockert werden. Oder war die Ernte sehr bodenschonend, weil die Bedingungen sehr schön waren. Dann auch bei der Aussaat. Ich sagte ja gerade, es gibt Boden, der hält zum Beispiel gut Wasser und es gibt Boden, der hält schlecht Wasser. Und wenn man in einer Region ist, wo man weiß,
Wasser begrenzt häufig das Pflanzenwachstum, dann muss man natürlich überlegen, wie viele Pflanzen stelle ich irgendwo hin, weil wenn ich zu viele Pflanzen auf einen Quadratmeter stelle, dann klauen die sich gegenseitig das Wasser oder die Nährstoffe und dann wächst keine Pflanze wirklich optimal. Und das Ziel ist natürlich, für den Landwirt das Wachstum möglichst optimal der Pflanzen zu gestalten, damit die am Ende den richtigen Ertrag liefern. Bei der Düngung ist es auch so, nicht jede Pflanze und jede Stelle braucht natürlich die gleiche Menge an Düngung. Es gibt, wenn der Boden noch größere Reserven hat an der Stelle, muss man nicht so stark nachdüngen, wie an einer anderen Stelle vielleicht, wo der Boden die Nährstoffe nicht so gut gehalten hat aus den letzten Jahren, einfach weil es durch Wasser mehr ausgewaschen wurde oder im Vorjahr da stärker die Pflanzen gewachsen sind und ähnliche Dinge. Das heißt, auch die Menge an Dünger, die man auf irgendeine Fläche ausbringt, sollte halt eben angepasst sein. Und da gibt es natürlich jetzt zwei gute Gründe, warum man das machen möchte. Zum einen, Dünger kostet Geld. Zum anderen, das hatten wir in letzter Zeit auch genug in den Medien, zu viel Dünger ist auch langfristig nicht gut fürs Grundwasser. Das gleiche Spielchen gilt natürlich auch beim Pflanzenschutz. Man muss nur die Pflanzen behandeln, die ein Problem haben. Man macht Pflanzenschutz ja nicht einfach aus lauter Langeweile als Landwirt, sondern man macht den Pflanzenschutz halt, um die Pflanzen zu schützen. Aber man muss natürlich nur die Pflanzen schützen gegen Probleme, die die Pflanzen aktuell wirklich haben. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwie eine Pilzinfektion ist, muss man natürlich nur die Bereiche behandeln, die potenziell gerade diese Pilze haben oder irgendwelche Insekten einwandern, die halt eben als Schädlinge zu betrachten sind oder halt auch Unkräuter, die irgendwie zu viel Konkurrenz machen. Muss aber natürlich nicht immer pauschal das ganze Feld behandelt werden, eventuell sogar nur auf Verdacht, es könnte um diese Jahreszeit vielleicht X passieren, sondern das will man natürlich nur dann machen, wenn es wirklich notwendig ist. Und die Motivation dahinter ist eigentlich dreigeteilt. Man möchte halt die variablen Kosten senken. Und die Variablen habe ich nämlich jetzt mal extra mit Klammern gesetzt, weil die einmaligen Investitionen, um das machen zu können, sind signifikant. Man möchte natürlich die Erträge optimieren und optimieren heißt nicht immer maximieren. Man möchte halt eben schauen, dass mit dem eingesetzten Boden und Ressourcen sozusagen ein ja, optimales Ergebnis kommt. Und nebenbei oder primär, je nachdem von welchem Standpunkt man drauf guckt, man möchte die Umwelt schützen. Und das Schöne ist, in dem Punkt ist halt diese Ziele oder Motivation eigentlich kein Konflikt, weil eben die Umwelt schützen, man möchte halt eben nicht überdüngen, ist kein Problem, wenn ich halt den Dünger so präzise ausbringe, wie meine Pflanzen ihn brauchen, genau dann, wenn sie brauchen und genau wo sie Pflanzen brauchen, dann können meine Pflanzen optimal wachsen, aber ich bringe halt eben auch nicht zu viel aus, der halt irgendwann ins Grundwasser sickern kann und damit halt die Umwelt schädigt. Auch halt beim Pflanzenschutz, wenn ich den halt eben nur auf das Allernötigste beschränke, reduziere ich halt eben auch die Nebenwirkungen, und damit kriegt man auch Umweltschutz hin. Der größte Haken ist halt, halt eben der Kostenblock. Die variablen Kosten sinken. Da gibt es verschiedene Studien, die je nachdem, wen man fragt, in der Realität wohl meistens bei 3 bis 5% der aufgewendeten Kosten sind. Und da gibt es halt jetzt ein großes Problem. Die meisten Landwirte, zumindest im Westdeutschland, sind so klassische Familienbetriebe, die aus, sag mal, Gesamtweltsicht relativ klein sind. So mal 50 Hektar, vielleicht mal 100, 200 Hektar. So aus Sicht von irgendwelchen Farmen in Kanada, USA, Brasilien oder so, die mit mehreren tausend Hektar arbeiten, ist das alles ganz, ganz niedlich. Und das ist halt eben das große Problem, dass für so einen Familienbetrieb die Ersparnis von 3 bis 5% absolut gesehen überschaubare Summen sind, wo man halt nicht so schnell in komplett neue Technik investieren für kann, wie halt irgendeine große Farm, die mehrere 10.000 Hektar bewirtschaftet, weil wenn ich 10.000 Hektar bewirtschafte, dann sind 3 bis 5% Ersparnisse bei Saatgut, Spritzmittel und ähnliches auf einmal Riesensummen. Da kann ich dann halt mal auch eben einen neuen Düngerstreuer für 50.000 Euro kaufen oder ein Güllefass für 200.000 Euro und ähnliches, weil um solche Summen reden wir ganz schnell in dem Bereich und das macht natürlich so die Adaption manchmal etwas langsamer. Was sind eigentlich jetzt diese Bausteine dabei? Es sind erstmal, geht es um Datensammeln und zwar erstmal so die ganzen Grunddaten wie Geodaten, wo ist dieses Feld eigentlich, was wird angebaut, dann
sammeln wir natürlich auch Daten über verschiedene Sensoren, sowas wie die Erntemenge. Moderner Mähdrescher, wenn das Feld aberntet, kann, Klammer auf, wenn man die richtigen Kreuze gemacht hat beim Kauf, automatisch aufzeichnen, an welcher Stelle im Feld er wie viel geerntet hat. Und damit kann man natürlich dann, wenn man es mehrere Jahre vergleicht, gut feststellen, an welchen Stellen im Feld wächst es denn jetzt besser als an anderen Stellen. Dann gibt es auch so Sensoren, die man entweder am Trecker montieren kann oder man versucht sogar über Satellitendaten aus dem Weltall, wo man grob erkennen kann, wie gut wächst die Pflanze. Anhand vom Chlorophyllgehalt im Blatt kann man so ein bisschen über die Verschiebung von verschiedenen Lichtspektren analysieren. Das heißt, wie wächst es jetzt gerade gut? Gibt es irgendwelche Pflanzen, die besonders gestresst sind? Dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie die Bodenproben. Das heißt, der Landwirt geht alle paar Jahre übers Feld, zieht an vielen Stellen so Water so ein Loch, ich glaube 30 bis 60 Zentimeter tief, nimmt ein bisschen Boden, schickt es im Labor und kriegt halt zurückgeliefert, wie viel Nährstoffe, Spurenelemente, sowas wie Magnesium und Ähnliches im Boden vorhanden ist, um halt eben auch die Düngung anzupassen und zu wissen, wie die Pflanzen sind. Und was natürlich auch reinfließt in die Beobachtungen des Landwirts, weil es gibt halt Sachen, für die gibt es keine guten Sensoren, zum Beispiel auch die Schädlingsbefalle oder Ähnliches, da muss man halt beobachten, Fallen aufstellen oder halt auch beim Bestimmen, wenn man sieht, die Pflanzen sind gestresst, woran liegt dieser Stress jetzt, ist es vielleicht zu trocken, habe ich jetzt einen Schädling und wenn ja, welchen. Das heißt, mit diesen Daten versucht man dann sozusagen ein Rezept für jedes Stück Land zu machen, was möglichst individuell optimiert ist. Und da gibt es natürlich schon Probleme bei dieser Optimierung, dass natürlich so manche Algorithmen, die man sich spontan ausdenkt, gewisse Haken in der Realität haben. Zum Beispiel gibt es einen ganz einfachen Ansatz zu sagen, naja, die Stellen, wo ich in den Vorjahren regelmäßig viel ernte, das sind ja scheinbar die Stellen, wo die Pflanzen gut wachsen. Also muss ich an den Stellen dichter säen, mehr düngen, damit ich sozusagen da den optimalen Ertrag raushole. Und die Stellen, wo die Pflanzen nicht so gut wachsen, da stelle ich weniger Pflanzen hin und dünge weniger, dann kann auch da kein Dünger versickern. Und das klingt ja auf den ersten Blick total gut. Funktioniert auch in, ich sag mal, grob 9 von 10 Fällen, weil wenn du halt irgendwo so eine sandige Kuhle hast oder so, da wächst es halt nicht so gut. Das ist ein guter Ansatz. Leider gibt es in der Realität natürlich so immer diese Gemeinheiten, wie das Feld hat irgendwo so einen kleinen Berg und eine kleine Senke. Und wenn es jetzt viel regnet, spült der Regen von dem Berg Wasser und Nährstoffe in die Senke. Das heißt, in der Senke hat es nach jedem Regenguss mehr als genug Nährstoffe, oben auf dem Berg jetzt nicht mehr, weil die sind ja gerade nach unten gewandert. Wenn ich jetzt halt feststelle, unten wachsen die Sachen so schön und schmeiße dann noch mehr Nährstoffe drauf, naja, dann fange ich an der Stelle an, jetzt zu viel zu düngen und dann kommen wir wieder in das Problem mit, naja, Nitrat im Trinkwasser und so weiter, außerdem kostet Dünger Geld, wollen wir nicht. Also an der Stelle muss man dann halt durchaus vielleicht mal nochmal nachschauen, ist das denn plausibel? Weil an der Stelle würde ich sagen, schmeiß mehr Dünger auf den Berg, der wandert schon von alleine in die Kuhle und spart ihn vielleicht an der Stelle ein wenig. Und halt eben der letzte große Baustein, und das ist halt eben der richtig teure Baustein daran, ist, wir brauchen halt Technik, um das umzusetzen. Und das heißt halt eben sowohl angefangen von dem Trecker, der irgendwie sehr präzise über den Acker fahren muss, über halt Anbaugeräte, die halt auch möglichst kleinräumig die Ausbringmenge anpassen können und halt auch eben auch automatisch, weil man kann natürlich nicht alle 5 Meter irgendwie die Geräte umstellen. Und das ist halt eben der teure Teil. Ich werde jetzt ein bisschen über den Trecker reden, und zwar nämlich über Lenksysteme. So ein Lenksystem hat eigentlich eine ganz, ganz einfache Aufgabe und die trotzdem relativ wichtig ist. Die soll den Trecker und Arbeitsgerät, was an dem Trecker hängt, möglichst genau über den Acker führen, dass halt jede Stelle vom Acker genau einmal befahren wird. Also nicht vom Reifen einmal befahren wird, sondern von der Arbeitsbreite des Anbaugeräts im Idealfall genau einmal überfahren wird. Und zwar durch dieses möglichst genau Fahren sollen sowohl Überlappungen als auch Fehlstellen reduziert werden. Warum ist beides blöd? Fangen wir mit den Überlappungen an, das heißt, die gleiche Stelle wird mehrfach bearbeitet. Da haben wir halt eben das große Problem, dass wir halt dann die Sachen doppelt bearbeiten. Das kostet, fangen wir ganz trivial an, das kostet Diesel. Diesel kostet Geld und produziert CO2, wollen wir nicht nutzen, so viel nutzen. Dann kommt halt der zweite Punkt raus. Ich hatte ja schon gesagt, die Pflanzen möchte man ja so
stellen, dass die sich optimal wachsen können. Wenn ich zum Beispiel jetzt beim Säen eine Reihe zu nah an die andere setze oder gar fast zwei Reihen direkt nebeneinander, dann habe ich an dem Stück doppelt so viele Pflanzen wie normal. Das heißt, diese Pflanzen machen sich Konkurrenz. Das heißt, beide Reihen wachsen nicht so gut. Und ich habe halt eben Saatgut, was recht auch teuer ist, doppelt ausgegeben. Will man irgendwie auch nicht. Dazu kommt noch ein drittes Problem, was auf den ersten Blick gar nicht offensichtlich ist. Man hat in der Landwirtschaft heute häufig sehr stark unterschiedliche Arbeitsbreiten. Zum Beispiel beim Säen, Bodenbearbeitung ist so 3 Meter relativ häufig. Später beim Pflanzenschutz arbeitet man aktuell von klein bei 15, bei groß so bis 30, bis 36 Meter Arbeitsbreite. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, wir gehen da nur so im Bereich von 21 Meter, so grob in die Mitte, sind das also 7 Bahnen, die ich mit 3 Meter Arbeitsgerät mache, die ich später mit einmal überfahre. Und wenn ich jetzt bei jedem Überfahren mit dem 3 Meter Gerät, um keine Lücken zu machen, versehentlich 10 cm im Schnitt doppelt bearbeite, habe ich zum einen 3% Saatgut verschenkt, aber halt auch das Problem, dass die 21 Meter, auf einmal jetzt 70 cm kürzer sind. Das heißt, ich habe jetzt nur noch 20,30 Meter bis sozusagen der nächsten Lücke, wo ich der Spritze fahre. Das heißt, 70 cm würde ich dann doppelt behandeln, wenn ich mit dem Pflanzenschutz mache. Und diese Doppelbehandlung beim Pflanzenschutz ist natürlich auch blöd, weil kommen wir wieder aufs Gleiche. Pflanzenschutz kostet Geld. Wir wollen es nicht unnötig machen, weil für den Umweltschutz. Und das Dritte ist, ich weiß nicht, wer eben auch den Vortrag gehört hatte hier über die persönliche Hygiene und Antibiotika. Das Gleiche gilt nämlich auch durchaus bei dem einen oder anderen Pflanzenschutzmittel. Es gibt Pflanzenschutzmittel, die haben durchaus auch Nebenwirkungen auf die eigentliche Kultur. Das heißt, man sagt halt eben, naja, zum Beispiel das Unkraut muss bekämpft werden und ich habe jetzt irgendwas, das mag das Unkraut gar nicht, aber zum Beispiel mein Getreide findet das auch nicht wirklich toll. Und wenn es halt die doppelte Dosis davon abbekommt, auch blöd, wächst dieser Streifen deutlich schlechter als der Rest. Und ja, ich erwähne regelmäßig hier das Wort Geld und Ausgaben, aber man muss auch natürlich sagen, so ein Landwirt bei aller Romantisierung ist halt häufig ein kleiner Familienbetrieb und am Ende des Jahres möchte er auch irgendwie seine Familie ernähren und muss halt irgendwie schauen, dass er damit am Ende zu Rande kommt. Dann kann man natürlich über so ein Lenksystem auch Sachen machen wie Bodenschonen durch Wiederverwenden der Fahrspuren. Das nennt sich dann abgekürzt Controlled Traffic Farming. Weil jedes Mal, wenn so ein Arbeitsgerät drüber fährt, wird der Boden natürlich ein bisschen verdichtet. Mal stärker, mal schwächer. Und das wird versucht zu vermeiden, weil da, wo so ein Arbeitsgerät drüber gefahren ist, da wachsen die Pflanzen schlechter. Und zwar auch nicht nur in dem Jahr, sondern auch meistens so in den Folgejahren. Es nimmt zwar ein bisschen ab, je länger das her ist, aber um das Problem zu reduzieren, gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, ich verwende immer genau die gleichen Spuren. Die sind dann zwar jedes Jahr sozusagen beschädigt, aber der Rest kann sich erholen. Und dafür muss ich aber natürlich sehr genau, immer wieder genau die gleichen Stellen finden. Und die Bodenschonung ist auch der Grund, warum mittlerweile die Trecker, also von ab, dass sie größer geworden sind, aber die Reifen sind auch viel schneller größer geworden. Das liegt jetzt nicht daran, weil die Leute das so toll finden, dass die richtig breite Reifen haben, sondern das liegt einfach daran, dass man halt mit diesen richtig breiten Reifen auf dem Acker mit sehr geringen Drücken fahren kann. Das heißt, so ein Trecker hat im Reifen, wenn er auf dem Acker ist, häufig heutzutage so 0,6 Bar Luftdruck nur. Das heißt, jedes Fahrrad hat mehr und das dient halt eben, um, dass der Boden nicht zu stark komprimiert wird. Aber es wird halt trotzdem gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das Ganze so viele Vorteile hat, warum hat das nicht jeder? Das ist der Grund. Wenn man das mal eben heutzutage bei den meisten Herstellern mal auf der Aufpreisliste ankreuzt, ich habe mich mal so umgehört, so 10.000 bis 15.000 Euro ist so ein ganz typischer Aufpreis, wenn man das mal so ankreuzt oder halt auch sozusagen kommerziell nachrüsten lässt. Und 10.000 bis 15.000 Euro müssen erstmal wieder verdient werden. Je nachdem, bei welchem Hersteller man seinen Trecker gekauft hat, darf man danach noch jährliche Lizenzkosten dazu zahlen. Also das übliche Spielchen, was so große Hersteller haben, wenn sie einmal so ein Vendor-Login haben, stellen sie irgendwie fest,
dass man ja auch woanders nochmal Geld verdienen kann, neben dem reinen Verkaufen. So, was ist jetzt eigentlich die Herausforderung von einem Trecker präzise über einen Acker fahren lassen? Im Endeffekt geht es ja so, wir haben irgendeine Linie und die möchte ich von oben nach unten runterfahren. Klingt erstmal total trivial. Die erste Herausforderung ist mal rauszufinden, wo bin ich eigentlich erstmal gerade? Also fangen wir erstmal an, wo ist die Antenne? Das Problem ist mittlerweile so, ich würde schätzen, seit 2-3 Jahren halbwegs gelöst. Es gibt mittlerweile relativ günstige GPS-Empfänger, die mit so einem Korrektursignal die Position der Antenne auf 2-3 Zentimeter genau bestimmen können. Das, von U-Blocks zum Beispiel, der F9P oder der M8T, die sind da relativ gut drin, sind relativ günstig geworden. Also zum Beispiel so ein F9P kriegt man, ich glaube, um etwas über 200 Euro mit einem passenden Board drum. Und das ist jetzt bezahlbar geworden. Das war bis vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da waren da ganz andere Preise aufgerufen worden. Aber gut, die Position der Antenne, das Problem können wir jetzt erstmal als, würde ich sagen, in der Realität gelöst abhaken. Naja, der nächste Punkt ist, jetzt weiß ich, wo die Antenne ist. Aber wo ist jetzt wirklich der Trecker? Man könnte jetzt sagen, ja gut, die Antenne ist doch irgendwie am Trecker befestigt. Ja, aber so ein Trecker kann wanken. So wenn man über einen Stein fährt oder er fährt am Hang, dann ist die Antenne die ganze Zeit ein bisschen weiter links als sozusagen die Achse, wo man als Referenz nehmen sollte. Das heißt, da muss ich jetzt irgendwie auch noch wissen, wo ist jetzt die Antenne wirklich montiert? Wie bewegt die sich relativ zum Trecker im Raum? Das heißt, steht der Trecker schief in irgendeine Richtung? Gibt es natürlich auch Sensoren für, muss man aber auch jetzt wieder irgendwie berücksichtigen und natürlich auch schauen, gerade wenn das System gerade ein bisschen dynamischer ist, also wie stärker von links nach rechts schaukelt, dass man diese Daten auch ordentlich korreliert, weil es hilft ja nichts, wenn ich den Neigungswinkel hier messe und den Punkt von der Antenne eine halbe Sekunde später, wo der Trecker da ist, dann addiere ich ja Fehler aufeinander. Das heißt, man muss schauen, dass das Ganze irgendwie gut zusammenpasst. Ja, und die letzte Frage ist, okay, jetzt weiß ich, so, wo eigentlich sozusagen dieser virtuelle Drehpunkt vom Trecker ist. Wo ist denn jetzt mein Anbaugerät? Und das ist natürlich wieder die Frage, naja, wenn das Anbaugerät fest angebaut ist, ist das schon fast eine einfache Frage. Ich muss jetzt nur wissen, wo die Fahrtrichtung ist. Ich habe meinen Drehpunkt plus Fahrtrichtung, dann kann ich halt einfach ausrechnen, wo das Anbaugerät ist. Es gibt natürlich aber auch Anbaugeräte, die sind gezogen und die sind halt eben nicht. Und das heißt, wir haben noch einen Knickpunkt und die laufen dann irgendwie hinterher, je nachdem, wie die Lenkbewegung vorher waren. Und da muss man natürlich dann jetzt wirklich ausrechnen, wo ist das Anbaugerät oder wo sollte es sein anhand der letzten Fahrbewegung und dann halt schauen, ist es da, wo es sein sollte oder muss ich jetzt die Position des Treckers zum Beispiel viel stärker korrigieren, als eigentlich notwendig ist, damit das Anbaugerät da am Ende landet, wo es hin soll. Weil das Anbaugerät ist ja das, was die eigentliche Arbeit macht und das muss ja genau präzise das Saatgut ablegen oder den Pflanzenschutz sicherstellen. Oder halt mechanisch Unkraut raushacken oder was auch immer. Und die letzte Frage, das klingt jetzt ein bisschen blöd, als Autofahrer ist man das im Regelfall gewohnt, geradeausfahren heißt geradeausfahren, Lenkrad schön mittig und alles ist gut. Das ist natürlich auf dem Acker nicht immer so. Gerade wenn der Boden irgendwie ein bisschen weicher ist und man am Hang fährt, wenn ich parallel zum Hang fahren will, heißt das, ich darf die ganze Zeit den Hang hochfahren. Genauso gibt es halt Anbaugeräte, die einen Seitenzug haben, also den Trecker die ganze Zeit nach links oder rechts ziehen wollen. Muss man natürlich auch die ganze Zeit gegenhalten. Das heißt, um wirklich geradeaus zu fahren, darf ich in dem Moment gar nicht geradeaus fahren. Und das natürlich macht natürlich diese Berechnung ein bisschen komplizierter, um aus dieser dreckigen Umwelt zu diesem schönen, einfachen, theoretischen Problem, fahre in einer geraden Linie entlang zu kommen. So, ich hatte jetzt eben mal gesagt, die kommerziellen Lösungen sind elendig teuer. Was gibt es dafür dann halt eben als Alternativen? Naja, Landwirte sind auch berühmt-berüchtigt dafür, viel gerne selber zu machen. Also do it yourself. Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten aktuell. Einmal eine Software von Spaniern, die heißt Cerea, ist kommerziell und damit eigentlich hier ein bisschen uninteressant. Und es gibt AG Open GPS. Das ist Open-Source-Lösung. Was brauchen wir noch? Wir brauchen halt einen GPS-Empfänger, hatte ich eben schon gesagt. Die von U-Blocks sind da eigentlich aktuell relativ gut. Dann brauchen wir irgendwie so ein bisschen die Ansteuerung von Sensoren und Aktuatoren. Kriegen wir eigentlich ganz gut hin mit so einem ESP32 oder Arduinos.
Und der Hauptaktuator, den die meisten nutzen, ist ein sogenannter Lenkradmotor. Das heißt, wir nehmen einfach ein Lenkrad mit einem Reibrad, wird ein Motor dran geklemmt. Oder wenn man es ein bisschen schöner macht, montiert man unter das Lenkrad ein Zahnrad, wo man den Motor dran schwenkt. Und das ist auch in meinen Augen für die Do-it-yourself-Lösung die schönste Variante, weil da kann man halt die Fehlerfälle relativ gut handhaben. Wenn aus irgendwelchen Gründen der Motor jetzt anfängt, Amok zu laufen, kann man als Mensch dann noch gut gegenhalten, schwenkt ihn einfach aus, oder beim Reibradmotor kann man so einfach mechanisch gegenhalten. Was man natürlich auch machen kann, so ein Trecker lenkt eigentlich immer hydraulisch heutzutage, theoretisch direkt in die Hydraulik eingreifen. Kann man deutlich schöner regeln, kann man auch schneller lenken. Ich persönlich habe da irgendwie so immer so ein schlechtes Gewissen, wenn da was schief geht, dann sitzt man oben drauf und kann noch zugucken, was jetzt passiert. Also gut, man kann hoffentlich doch auf die Bremse treten, aber das ist halt irgendwie so vom Fehlermodi, spätestens wenn ich mit 40 auf der Landstraße unterwegs bin. Naja, man muss gucken, wo man sich wohlfühlt. Ich würde mich da nicht wohlfühlen. Also zu AG Open GPS. Das ist eine Software und ganz oben findet man den folgenden Disclaimer. Der sagt halt so sinngemäß, dass es bitte nur theoretisch nutzen, niemals in der Realität anfassen. Dagegen würde natürlich nie irgendjemand verstoßen. Das ist ein sehr schönes YouTube-Video, das habe ich ja gerade noch mal ergänzt, so richtig schön mit Luftbildaufnahmen und ähnliches. Ich werde die Folie nachher hochladen, können Sie sich nachher anschauen. Wirklich schön gemacht. Wurde größtenteils vom kanadischen Landwirt geschrieben und in C#. Das Ganze ist Open Source und wird aktiv entwickelt. Und wird aktiv, hat es wirklich positiv und negativ. Das heißt manchmal, dass man am nächsten Morgen überrascht feststellt, wenn man mal so passende Ressourcen anguckt, es gibt 3 neue Features. Es kann aber auch mal heißen mit, Klammer auf, zu Recht, wurde festgestellt, dass im bestimmten Bereich die Codequalität so gruselig ist. Wir haben jetzt einfach ein, zwei Features rausgeschmissen, die fast keiner nutzt. Und naja, das ist natürlich, hat Vor- und Nachteile. Wie sieht das Ganze ein bisschen aus? Das ist so die GUI. Die ist halt auch für Tablets optimiert, das heißt leider Windows-Tablets. Es hat noch keiner in ernsthaften Portierung auf Linux geschafft, auch wenn es ein, zwei schon mal versucht haben. Wo man halt dann eben die Sachen gut nutzt. Man kann hier grob mal erkennen, ja, halbwegs kann man es erkennen, die Linien, das sind so dann die Feldgrenzen, die einmal angelegt werden, die kann man dann recyceln. Hier in der Mitte ist das Symbol für den Trecker und Anbaugerät. Und dann hat man hier an der Seite die verschiedenen Bedienelemente, wo man dann ein- und ausschalten kann, dass er automatisch lenkt, wie er lenken soll, ob er über AB-Linien fahren soll, also über gerade Linien oder entlang der Kontur des Feldes und ähnliche Sachen. Dann mal ein bisschen zum Aufbau. Die Software, wenn man ehrlich ist, ist vom Aufbau verbesserungsfähig. Das liegt einfach daran, dass das zum einen irgendwie extrem gewachsen ist. Das war mal irgendwie so ein ganz einfacher Prototyp, mal zum Gucken, geht irgendwas überhaupt, was halt dann sehr schnell gewachsen ist. Und ich muss auch sagen, Respekt, dass es überhaupt so groß gewachsen ist. Wie gesagt, das hat ein kanadischer Farmer geschrieben. Der hat nicht Informatik studiert. Sein Hauptjob ist ein ganz anderer. Aber das heißt natürlich, dass irgendwie so da vielleicht Erfahrung und theoretische Grundlagen nicht immer in diesem Bereich das Allerbeste ist. Und was man bei AG Open GPS machen kann, die Hardware ist relativ modular einsetzt. Man kann das so anfangen mit so einem Minimum reinen GPS-Empfänger als reine Lenkhilfe. Das heißt, er zeigt einem dann an, wie man lenken sollte, damit das halbwegs passt. Aber ich kenne keinen, der es wirklich längerfristig so nutzt, sondern eigentlich alle, die dann irgendwie anfangen, auch den Trecker steuern zu wollen. Und da braucht man dann bei AG Open GPS so einen Lenkwinkelsensor, um halt besser herauszufinden, in welche Richtung ist der Trecker. Will AG Open GPS wissen, wie stark sind die Lenkräder eingeschlagen. So ein Neigungssensor, eine AMU ist hilfreich, nicht notwendig. Man kann auch so Teilbreitenschaltungen machen. Das heißt, dass das Anbaugerät, wenn das in mehrere Abschnitte sich unterteilen lässt, automatisch gesagt wird, welche Abschnitte gerade benötigt werden oder nicht, weil man sonst doppelt behandelt. Das passiert halt automatisch, zum Beispiel, wenn man ein dreieckiges Feldstück hat. Dann hat man natürlich immer das Ende, wo dann irgendwie die Enden auf einmal über Bereiche sind, die schon mal bearbeitet worden sind. Und das läuft über Microcontroller. Das kann man sowohl seriell als auch per USB anbinden.
So, einmal hier nochmal ein ganz grobes Bild. Das ist schon leicht veraltet. Hier ist nämlich noch ein Modul drin für Rate Control. Das ist der Teil, der jetzt vor ein paar Tagen rausgeflogen ist, weil halt eben die Codequalität nicht gefiel. Und hier sieht man noch ein Modul für ein LiDAR, weil als Kanadier kommt man auf die Idee, irgendwann so Sachen zu machen mit, naja, drumherum ist doch eh keiner, warum soll ich überhaupt noch jemand auf dem Trecker sitzen haben, und wenn er irgendwo, bevor er irgendwo gegenfährt, packe ich mir vorne ein kleines LiDAR rein, und wenn das irgendwas entdeckt, stoppe ich das. Das würde ich jetzt in dicht besiedelten Regionen wie Deutschland nicht ausprobieren wollen, aber so potenziell sind solche Optionen halt vorhanden. Ja, das Ökosystem drumherum, so ein bisschen Support. Es gibt ein Wiki, was gut gepflegt oder mehr gut gepflegt wird, aber das bestgepflegte Wiki dazu, was es gibt. Dann gibt es aus dem englischen Forum, was genutzt wird, und es gibt mehrere Telegram-Gruppen. Man kann jetzt darüber streiten, ob die gut nutzbar sind oder nicht, aber das ist so die Realität. Dann gibt es halt gerade für diese, ich sag mal, Peripheriegeräte eine größere Auswahl an Hard- und Software, die man nutzen kann. Aber es gibt natürlich Baustellen, und das übliche Baustelle ist natürlich die Dokumentation. Keiner mag Dokumentation, also beziehungsweise jeder mag Dokumentation, keiner mag sie schreiben, so rum. Dann gibt es halt das Problem natürlich, dass Großteil der Anwender das Ding sehr praktisch finden, aber nicht so aktiv dabei tragen können. Das heißt, ich würde vermuten, größer 90%, also eher 95% des Codes kommt von einem kanadischen Farmer. Also immer Respekt dafür, aber irgendwie so eine größere Community wäre schon irgendwie was Nettes. Aufgrund der Codequalität hat auch schon mal jemand überlegt, meine Alternative zu machen, auch auf Qt-Basis. Dann auch schön, dass man es auch auf Linux laufen lassen könnte. Ist halt aktuell so Work in Progress. Gibt immer mal wieder sozusagen vielversprechende Updates, aber da fehlt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Momentum oder Hilfe. Aber auch grundsätzlich, nicht nur bei Lenksystemen, sondern vermutlich kann man jeden Landwirt fragen, jeder wird irgendwie Probleme haben, wo auch Hilfe und Open Source hilfreich wäre. Und da ich damit auch bei der Zeit durch bin, weiß ich nicht, ob wir noch Zeit für ein oder zwei Fragen haben, oder ansonsten würde ich sagen, kann sonst jemand später zu mir kommen. Haben wir Zeit für Fragen? Okay. Hat denn jemand eine Frage? Ich weiß nicht. Oder frag einfach, ich wiederhole die Frage dann. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeiner Form naiv bin, aber der Unterschied zwischen GPS auf den Zentimeter gesteuert und ich fahre halt ungefähr in der Kuhle drin, kann doch nicht so groß sein, dass sich das lohnt. Ja, doch. Genau, also die Frage war, ist es jetzt, braucht man wirklich das GPS Zentimeter genau, oder reicht halt das sozusagen das stinknormale, ich bin ungefähr da, so plus minus ein Meter oder was das normale GPS? Und doch, der Unterschied, also es kommt natürlich immer auf die Anwendung an, die man macht. Es gibt Anwendungen, da ist das so, wenn man nicht dieses Control Traffic Farming macht, wo man wirklich genau die gleiche Fahrspur treffen möchte, da ist das nicht ganz so wichtig. Also Beispiel vom normalen Düngerstreuer, die machen es heutzutage, damit die möglichst Dünger gleichmäßig verteilen, mit einer doppelten bis dreifachen Überlappung. Das heißt, jeder Bereich wird zweimal bis dreimal sozusagen von verschiedenen Übergängen getroffen. Das heißt, wenn die Nennarbeitsbreite 20 Meter ist, wird in Realität 60 Meter breit geschmissen, zu den Rändern weniger. Und wenn man da natürlich jetzt einen Meter weiter links oder rechts fährt, ist das nicht ideal, aber das passt. Aber bei Das gilt nur beim Flügen. Also die Frage war jetzt, wenn man einmal eine Spur hat, ob man eben nicht raut. Das gilt halt nur beim Flügen, zum Beispiel beim Säen. Das, je nachdem, wie man sät, zum Beispiel bei sogenannter Direktsaat, sieht man kaum, wo man lang gefahren ist. Und man hat halt eben keine feste Orientierungslinie. Und da muss man halt eben wirklich passend steuern. Deshalb, es kommt auf die Anwendung an. Aber zum Beispiel beim Säen, da sind zum Beispiel mittlerweile bei Getreidesaat sind typischerweise die Abstände zwischen zwei Reihen ungefähr 16 Zentimeter.
Und wenn ich halt dann sage, ich will halt eben diesen Anschluss, also wo ich zwischen einmal fertig bin und das auf dem Rückweg wieder vorbeikomme, soll das nicht zu stark auseinanderkommen. Wenn ich auf beiden Seiten plus minus 5 cm fahre, heißt das schon natürlich, dass ich irgendwo zwischen 26 cm und 6 cm bin, weil plus minus 5 auf beiden Seiten. Und plus minus 5 ist natürlich schon relativ sportlich, aber das ist so das Ziel, was man halt wirklich sagt, für diese Sachen hätte man gerne. Wenn es plus minus 10 ist, ist schon grenzwertig für diese für ein paar Anwendungen. Das ist halt überraschend kritisch, wie genau man sein muss. Und was halt auch wichtig ist, ist häufig diese sogenannte absolute Wiederholbarkeit. Es gibt ein paar Korrektursignale, die helfen, wenn man sozusagen am Stück fährt. Das Problem ist, selbst wenn die Landwirte gerne ganz lange Tage machen, also manchmal irgendwie so 16, 17 Stunden am Tag auf dem Trecker sitzen, das sind ja Selbstständige, da gibt es keine Arbeitsschutzgesetze. Wenn man am nächsten Morgen weitermacht, hat sich bei diesen Signalen häufig sozusagen das Ganze mal um 20, 30 Zentimeter verschoben und dann gibt es halt auch Probleme. Das heißt, die brauchen wirklich überraschend genau, nicht für alle Anwendungen, aber für viele Anwendungen, überraschend genau die eigenen Positionen. Wenn sonst keine Fragen sind, bedanke ich mich für das Zuhören und wünsche dir noch einen angenehmen Tag.